wir sind jetzt hier in der Schlosserei an der Rigasse 33 und wir reden mit Bettina und der Nora und mit dem Johannes. Und was macht ihr da? Also es ist eigentlich eine kulturelle Zwischennutzung, die wir für 2 Monate können eigentlich beanspruchen können. Und zwar haben wir das von der Stiftung Habitat zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist einfach Räumlichkeiten, wo irgendwie 3-4 Räume eigentlich beinhalten, wo wir können diverse Events durchführen können. Barbetrieb von Donnerstag bis Samstag sicherstellen und einfach Leute in Basel beglücken. Wie sind ihr denn an die Räumlichkeiten gekommen? Also wir sind eigentlich auch mehr oder weniger über eine Drittperson daher gekommen. Die Räumlichkeiten sind schon mal genutzt worden für eine Ausstellung letztes Jahr. Und jetzt hat eben die Stiftung Habitat gefunden, mal die Räumlichkeiten sind sowieso leer, also wieso sollen sie leer bleiben? Und wir dürfen das jetzt einfach bis im Juni, bis wieder eine Ausstellung ist, während der Art Basel, dürfen wir einfach hier verschiedene Sachen machen. Also was ich weiss, ist einfach, dass es jeden Freitag eine Silber-Citro-Bar wird geben. Ich bin im Silber-Citro-Outfit. Mein Partner ist der Platin Pepita. Und wir werden jeden Freitag den Laden schmeißen und schauen, dass eine gute Stimmung herrscht. Kulturelle Projekte, also ist ein grosses Wort. Was können wir uns darunter vorstellen? Also wie gesagt, es ist so, dass wir von Donnerstag bis Samstag jeweils haben wir mehr oder weniger ein fixes Programm. Also ja gut, nein, fix ist viel gesagt. Aber es gibt auf jeden Fall immer Bar. Es gibt immer mal wieder Kinoabende, Ausstellungen, Konzerte, DJ-Sets, was noch, Installationen, Theatergruppen. Also es kommt immer wie mehr zusammen, immer wie mehr Leute würden halt gerne ihr Zeug endlich mal zeigen. Und wir hoffen, dass wir möglichst viel können ins Programm reinnehmen können. Coole Sache, aber ich habe gelesen, es werden auch Seifenworkshops durchgeführt. Wie muss ich mir das vorstellen? Seifenworkshop, das ist richtig, das findet auch statt. Da kann man sich einfach vorher anmelden und kann dann selber mit dem Seife, wie heißt das, Seife produzieren. Organische Seife, genau. Also das ist wirklich alles, was irgendwie zusammengekommen ist, haben wir aufgenommen und Glück, dass wir es irgendwie noch ins Programm können bringen. Ja. Ihr habt eine Facebook-Seite und einen Blog. Kann man sich da anmelden, wenn man irgendetwas hat? Oder was ist die Idee? Ja, das kann man nach wie vor. Und zwar unsere E-Mail-Adresse. Wie ist die schon wieder? schlossereibasel@gmail.com. Genau, also schlossereibasel@gmail.com. Also wenn ihr Ideen habt, nach wie vor, könnt ihr euch melden bei uns. Wir schauen. Es ist bis jetzt, also ja, es wird langsam knapp, aber es gibt nach wie vor Möglichkeiten, euch bei uns zu melden und euch ein Projekt vorzustellen. Noch eine Frage an den Barkeeper. Ich habe ausgesprochen feines Bier vorher getrunken. Der Lukas Holm ist der Brauer, ist das wahr? Das scheint so zu sein. Das weiss ich auch nicht genau. Ich weiss nur, dass Mario heisst. Und es ist benannt worden nach dem grössten Trinker von diesem Bier. Von dem kann es schon sein, dass Lukas Holm das braut hat und sein grösster Fan hat den Namen gegeben. Aber ich kann es gerne noch abklären. Und es ist eine echte Basler... Es ist eine echte Basler Braukunst, die hier zu konsumieren ist. Wir haben in der Zwischenzeit leider müssen wechseln, es gibt Feldschlössli. Der Durst am ersten oben war so gross gewesen. Aber ich bin sicher, die Braumaschine oder der Braukessel läuft heiß. Cool, danke vielmals. Viel Glück. Ja,